So Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Unboxing von diesem Paket. Hinter der Kamera ist meine Schwester. Und genau, dieses Paket ist von getdigital.de. Das ist so eine Seite für ja, Nerdstuff oder Geekstuff, so wie es hier drauf steht. Und die haben uns quasi so ein Paket zukommen lassen. Erstmal großes Dankeschön natürlich dafür. Großes Dankeschön auch an UX, die das organisiert haben, und an Antonia, die das Ganze so ein bisschen eingerührt hat. Ja, viele Leute kennen die Leute hinter der Kamera eigentlich immer nicht, und auf jeden Fall Antonia ist eine, die das immer so ein bisschen alles für uns managt, beziehungsweise sie das richtig managt. Und ich würde sagen, weil ich nicht viel Akku habe, packe ich das jetzt erstmal aus und schnippel mal drauf los. Ich habe es jetzt noch gar nicht gemacht, weil ich eben nicht wusste, ob das so ein bisschen wie so eine russische Puppe ist und das irgendwie fünfmal noch verpackt ist. Mir fällt der Name gerade nicht ein von dieser Puppe. Du weißt nicht mal, welche. Matroschka. Ja, Matroschka, genau. So Freunde, das Paket ist auf und ich sehe schon ein bisschen was. Mal gucken, was wir hier haben. Wir haben ein T-Shirt, was ich richtig geil finde. Warte mal. Okay, ich hätte jetzt... Also, ich hatte jetzt gar keine Erwartung, aber ich hätte nicht gedacht, dass da so ein geiler Stuff drin ist. Mal gucken gleich. Kannst du das gut sehen alles? Ja. Wir haben ein T-Shirt von... Super Mario Bros. Sieht man das? Ja. Das ist in der Größe XL. Ich bin XL-Typ. Das passt mir. Das ist geil. Das ist ja echt mega geil. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass da Klamotten und so ein Stuff drin ist. Wie findest du das? Ich finde das ziemlich cool. Sieht cool aus. Als nächstes sehen wir hier Zelda. Metal World. The Legend of Zelda. Das ist ja auch geil. Ist das echt das Metall? Ja. Das ist hier sowas für die Wand. Das ist ja. Da wird sich mein Bruder, denke ich mal, drüber freuen. Das werde ich, denke ich mal, nicht lange haben. Metal Wall Art. Das ist ja echt geil. Das ist sogar Metall. Das ist Blech. Ich blende euch auch mal den Link jetzt hier ein. Den werdet ihr jetzt hier irgendwo sehen. Wenn ihr über diesen Link kauft, dann unterstützt ihr UX da so ein bisschen mit. Und falls ihr sowieso Bock habt auf sowas, ich denke mal, da ist immer so ein bisschen was Unterschiedliches drin. Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das so monatlich immer unterschiedlich. Und in einem Monat ist mal das drin, im nächsten Monat ist dann wieder was anderes drin. Und ja, mal gucken, wir nicht lang schnacken, dann haben wir hier ein selbst aufblasendes Laserschwert von Star Wars, das Ganze zweimal. Ideal zum Spielen als Kostümzubehör oder für den Karneval. Ich hasse Karneval, aber ist auf jeden Fall eine geile Deko. Durch das Zerdrücken einer Soda-Kapsel füllt sich das Schwert innerhalb 2 Minuten komplett mit Luft. Cooler Shit. Das Ganze zweimal. Dann haben wir was zum Lesen. Ich bin eine große Leseratte, wie die meisten natürlich wissen. Spaß beiseite, ich lese überhaupt nicht. Aber das Buch ist Die Philosophie in Star Trek. Klaus Wiewig, Olivia Wiewig. Entschuldigung, wozu braucht Gott ein Raumschiff? So sieht das Ganze aus. Logik ist der Anfang aller Weisheit. Da steht, 25 Jahre Simpsons. Ich habe Homer nicht gesehen. Und dann ist hier irgendwas drin. Okay, ihr habt auf jeden Fall hier ein paar Figuren drin. Da habt ihr diesen dreieugigen Fisch, Duffbier, eine Katschi und natürlich der Donut. Mal gucken, was das hier ist. Das ist ein Star Wars. Irgendwas zum Bauen. R2-D2. 3D. Ach so, das ist so ein 3D-Modell aus Holz von R2-D2. Aber sehr cool. Das sieht auf jeden Fall hochwertig aus, muss ich mal dazu sagen. Also, das ist auf jeden Fall kein Shit alles hier. Das sieht schon hochwertig aus, will ich jetzt einfach mal sagen. Oh, ist das ein Dark Souls-Puzzle? Alter, das ist ja geil. Alter, das ist ja richtig geil. Unter den Dark Souls-Fans, kann man das sehen? Ja? You Died Puzzle. Auf jeden Fall. Das ist echt geil. Also damit kannst du selbst mich noch zum Puzzlen animieren. Das ist auf jeden Fall richtig geil. 500 Teile geht auch. Mega cool. Das ist so bis jetzt so mein Highlight. Dann haben wir ein paar Luftballons. Nerd Party Luftballons. Da hast du halt so verschiedene Motive drauf. Loading Party und so weiter und so fort. Ein paar lustige Luftballons. Coole Sache. Was haben wir hier? Ein Kreditkartenwerkzeug. Okay. Da habe ich eine Kreditkarte bekommen. Ich hoffe mal, da ist ein bisschen Kohle drauf. Nein, ist denke ich mal nicht. Aber ja, eine Kreditkarte und
irgendwie saure Apfel. Es sieht aus wie die chinesische Version von Center Shock. Kennst du Center Shock noch? Nee. Ich denke mal, ihr kennt das. Eine Kreditkarte. Und jetzt haben wir noch was. Und das ist... okay. Das ist quasi die Kollektion, was alles hier drin war. Coole Sache. Also ihr habt hier quasi noch so ein Heft, was alles hier drin war. Das war's auch soweit. Auf jeden Fall coole Sache. Vielen Dank an die Jungs von Get Digital oder die Frauen natürlich auch, falls da, ich möchte hier keine Debatte starten, an die Frauen und die Männer von Get Digital. Vielen Dank an UX, vielen Dank an Antonia, die das alles eingerührt hat. Falls ihr Bock habt, so eine Box zu bestellen, lasst mich, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, da ist monatlich immer was anderes drin. Also da ist quasi im August was anderes drin, im September ist was anderes drin, im Oktober ist was anderes drin. Dann guckt in die Videobeschreibung oder guckt in die Kommentare, da wird der Link drin sein, mit dem ihr diese Box erwerben könnt. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Vielen Dank, Anna, dass du die Kamera gehalten hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde, dann aber, denke ich mal, in meiner neuen Wohnung in Münster. Bis dann, tschüss.